Hallo Freunde, hier ist der Luke und ich hoffe, ihr seid wohlbehalten im neuen Jahr angekommen. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch an dieser Stelle natürlich. Möge es für euch erfolgreich sein, das wünsche ich euch. Was Battlefield 2042 angeht, sind wir jetzt in der letzten Woche von dem Schlacht um Nordwig Event angekommen. In der ersten Woche kämpften Blackstorm und das Nordwig Control Corp in Sturmeroberung. In der zweiten Woche hatten wir dann die Verteidigung von Nordwig. Das war eine Mischung aus Eroberung, Rush und Durchbruch. Und jetzt, wie gesagt, sind wir in der dritten Woche in der Befreiung von Nordwig. Das Ganze nennt sich Durchbruch-Chaos. Und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, das ist es auch. Es ist einfach nur Chaos. Nicht notwendigerweise nur in der schlechten Form, vielleicht auch in der guten Form. Wir spielen nämlich einen klassischen Durchbruchmodus auf der Karte Spearhead, allerdings mit 128 Spielern. Dieser Modus wurde ja aus 2042 vor einiger Zeit entfernt, den gab es schon mal, also 128 Spieler Durchbruch. Das hat nicht so ganz funktioniert irgendwie, war schlecht gebalanced und deswegen ist der rausgeflogen. Ob das Ganze jetzt gefixt wurde und spielbar ist, das ergründen wir in diesem Video. Also kommt doch mit, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt und ein Abo wäre auch toll, da würde ich mich freuen. So, 128 Spieler Durchbruch. Wie spielt sich das denn so? Es ist auf jeden Fall ein riesengroßes Durcheinander. Wenn 64 gegen 64 Spieler um denselben oder um zwei Punkte kämpfen, ist das zwangsläufig so, das lässt sich nicht vermeiden. Man wird von sehr vielen Seiten beschossen. Man braucht am besten sehr viel Rauch, um überhaupt voranzukommen als Angreifer jetzt zum Beispiel. Ohne ist das Ganze auf dieser Karte eigentlich kaum machbar. Es wird wie immer in Durchbruch viel gekämpft. Man wird oft erschossen, wenn man an irgendwelchen Ecken oder Kanten oder Türen oder Kisten vorbei läuft. Das liegt in der Natur der Sache. Darauf muss man eingestellt sein. Aber ich muss sagen, und jetzt kommt's. Ich hatte wirklich meinen Spaß in dem Modus, muss ich sagen. Ich habe es oft gesagt, ich sag's nochmal, ich bin eher ein Eroberungsfan in Battlefield. Ich bin nicht so der Durchbruch- oder Rush-Fan eigentlich. Es gefällt mir zwar in letzter Zeit immer besser, aber wie gesagt, Eroberung ist eigentlich mein Ding. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Modus tatsächlich sehr geil. Ich hatte sehr viel Spaß, als wir das gespielt haben. Ich habe das Chaos genossen, könnte man sagen. Es fühlt sich irgendwie ganz gut gebalanced an, vor allem in den Fahrzeugen. Das ist ja meistens oder oft sehr ausschlaggebend für solche Modi. Auf Verteidigerseite haben wir nämlich keine Luftfahrzeuge, sondern nur Panzer und Transportvehikel. Die Angreifer haben einen Transporthelikopter. Dafür ist es halt sehr schwer, als Angreifer hier voranzukommen. Das liegt in der Natur der Sache. Als Verteidiger kann man sich schön einbuddeln sozusagen und muss nur darauf warten, dass die Angreifer kommen. Das erscheint jedem wahrscheinlich sehr logisch. So ist es hier halt irgendwie fair, dass die Angreifer fahrzeugmäßig ein bisschen besser bestückt sind. Das erlaubt es einem als Angreifer zum Beispiel direkt in einem Transporthelikopter zu spawnen, natürlich mit einem Spawnbeacon bewaffnet. Dann springt man behende hinter den feindlichen Linien ab, stellt sein Spawnbeacon auf und beballert die Gegner von hinten. Das funktioniert bei den ersten beiden Punkten A ganz gut und viele rechnen auch nicht damit. Da kann man also schon mal sehr viel Spaß haben und ein paar Kills farmen. Allerdings sind dann nach ein paar Runden auch die Verteidiger auf diesen Trichter gekommen und haben am Anfang direkt Flugabwehrraketen ausgerüstet. Dann war es also wieder schwieriger. So sollte aber auch eigentlich ein guter Modus gebalanced sein. Das heißt, dass es für eine bestimmte Spielweise oder Mechanik auch immer einen Counter gibt. Dann sind vielleicht viele der Verteidiger auf das Luftfahrzeug fokussiert und so können die Angreifer, die dann auf dem Boden sind, vielleicht mal besser vorankommen. Das ist also immer so ein Hin und Her und wer das Ganze besser spielt, gewinnt halt den Punkt. So soll das gedacht sein und so fühlt sich das in diesem Modus auch ehrlich gesagt ganz gut an, finde ich. Es ist knackig schwer als Angreifer, keine Frage. In den ersten Runden haben wir es kaum über den mittleren Punkt C hinaus geschafft. Und ich habe schon gedacht, das ist irgendwie fast unmöglich, das hinzukriegen, weil die Tickets auch relativ wenig erschienen. Aber je häufiger man die Karte gespielt hat und den Modus und die Strategie so ein bisschen anpassen konnte, hat es doch immer besser geklappt, sowohl auf der Angreifer- als auch auf der Verteidigerseite. Das zeigt also auch, dass dieser Modus eigentlich ganz gut gebalanced ist. Am späteren Abend hatten wir dann auch endlich mal einen Sieg als Angreifer. Jawohl! Wir haben's! Ja! Oh, mit 30-3, Digga. Oh, 35-4. Obwohl man am Anfang das Gefühl hatte, dass man die Verteidiger schon sehr hart steamrollen muss, um überhaupt eine Chance zu haben, alle Punkte einzunehmen. Wie gesagt, es ist auch klassischer Durchbruch, also am Ende gibt es keine Funkstation oder ähnliches, was man in die Luft jagen muss. Man muss einfach nur die letzten beiden Punkte einnehmen und dann hat man die ganze Kiste auch gewonnen. In einer Runde als Verteidiger war es dann auch mal sehr knapp. Da haben wir es geschafft, noch den letzten Punkt zu verteidigen. Wobei die Angreifer auch vorher schon in der Overtime den vorherigen Punkt erobert hatten und dann noch weitergekommen sind und weitere 75 Tickets dazugekriegt haben.
Und am letzten Punkt war es dann echt knapp und spannend. Und sowas macht halt so einen gut gebalanceden Modus auch irgendwie aus, dass es halt auch mal auf Messerschneide steht, ob man gewinnt oder verliert. Ihr kennt das selber in Battlefield-Spielen. Die besten Runden sind immer die knappsten. Ob man dann gewinnt oder verliert, ist dann auch schon fast irgendwie egal. Es war einfach eine geile Runde, die spannend war, in der man sich halt gut gebattelt hat. Das sind für mich die besten Runden in Battlefield. Und natürlich ist das extrem hart zu balancen und extrem schwer. Immer die passende Spielerkombination zu finden, ist da sicherlich keine leichte Aufgabe. Und deswegen ist es in Battlefield auch schon seit 20 Jahren relativ selten, so eine gut gebalancete Runde zu finden. Davon hatten wir ein paar. Ich will auch auf keinen Fall sagen, dass das in Durchbruch Chaos meistens der Fall ist, aber doch öfter, als ich erwartet hatte. Ich habe auch im Stream dann des Öfteren gesagt, dass es mich fast schon überrascht, dass mir der Modus so gut gefällt, weil ich eben nicht so der Durchbruchtyp bin und dass es mir wirklich, wirklich Spaß gemacht hat. Man kann diesen Modus auch echt sehr unterschiedlich spielen. Zum Beispiel kann man der Transportmensch sein, der zum Beispiel als Angreifer mit dem Helikopter die Leute absetzt und sozusagen ein fliegendes Spawnbeacon ist. Genauso geht das mit dem MAV-Transporter, mit dem man dann am Boden lange genug am Leben sein muss, um Leute spawnen zu lassen, die dann wieder die Punkte angreifen oder verteidigen können. Wenn man auf Panzer-Gameplay steht, wird das auch geboten. Für Sniper ist das Ganze natürlich ein Himmel. Es gibt einfach so viele Leute, die auf einer Stelle unterwegs sind. Auf so eine große Ansammlung von Gegnern trifft man natürlich im Eroberungsmodus relativ selten. Obwohl ich sagen muss, dass es als Sniper hier schon relativ schwer ist. Es sei denn, man ist richtig gut, weil die Leute bewegen sich natürlich permanent. Denn wer stehen bleibt, wird definitiv erschossen in dem Modus. Man muss also immer in Bewegung bleiben, von Cover zu Cover hechten und irgendwie versuchen zu überleben. Aber der eine oder andere Headshot ist schon drin. Außerdem muss man natürlich auch die gegnerischen Sniper countersnipen. Keine Frage. Was aber definitiv am meisten Spaß macht, mir zumindest, ist einfach das Stürmen. Ich spiele am liebsten, muss ich sagen, als Angreifer, auch wenn das ein bisschen schwieriger erscheint in dem Modus. Man rennt einfach rein, versucht so viele mitzunehmen, wie man kann oder vielleicht noch irgendwo ein Spawnbeacon etc. zu setzen. Eine kleine Flank, um dann von hinten mit schallgedämpftem MG auf die Gegner einzuballern. Irgendwie sowas ist so mein Favorite. Was auch in dem Modus als Verteidiger eine geile Kombination ist, ist definitiv Schrotflinte und Rauchgranaten. So raucht man sich so ein kleines Gebiet ein, pusht dann nach vorne und holt auf jeden Fall 5-6 Leute mit einem Magazin weg, bevor man dann meistens natürlich selber erschossen wird. Aber sowas ist einfach funny zwischendurch. Und diese ganzen Gameplay-Möglichkeiten hat man halt in diesem Modus und deswegen von mir definitiv einen Daumen hoch. Das ist bestimmt nicht was für jeden. Ganz klar, aber so ist das eben in so einem Modus. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung dazu unten in den Comments. Würde mich freuen, von euch zu lesen. Dann können wir auch diese Woche natürlich noch was freispielen. Das gucken wir uns natürlich auch schnell an. Das geht relativ schnell. Für 5 Ordensbänder gibt es ein seltenes Outfit für Angel. Das Ganze heißt Wachmann oder Watchman. Für 12 Ordensbänder gibt es einen epischen Waffenskin für die MCS 880 Schrotflinte, passenderweise mit dem Namen Höllenfeuer oder Hellfire, obwohl der Name nicht ganz zum Aussehen passt hier. Mit so Efeu behangen, da stelle ich mir Höllenfeuer anders vor, aber sei es drum. Und zu guter Letzt für 20 Ordensbänder bekommt man einen epischen Fahrzeugskin für eben diesen MAV, das fahrende Spawnbeacon. Das Ganze nennt sich Thermobar oder Thermobaric. In demselben Stil wie die Schrotflinte, mit Zweigen behangen, gut getarnt. So kommt er daher. Das ist auf jeden Fall jetzt die letzte Woche vom Battle of Norvik Event. Das Ganze endet am 10. Januar. Also wenn euch dieser Modus gefällt, zockt ihn auf jeden Fall, solange ihr könnt. Lange ist er halt nicht mehr da. Ob Durchbruch mit 128 Spielern dann wieder als normalen oder als temporären Event ab und zu in Battlefield 2042 auftaucht, werden wir dann sehen. Ich finde eigentlich, er funktioniert hier ganz gut auf der Karte. Das muss ich natürlich auf anderen Karten nicht unbedingt genauso gut spielen. Hier funktioniert es halt ganz gut, weil die 128 Spieler bzw. 64 Spieler pro Team sich eigentlich ganz gut verteilen, meiner Meinung nach, auf der Karte. Auch wenn man schon mal nur um einen Punkt kämpft, funktioniert das irgendwie ganz gut. Wie gesagt, ich war selber überrascht, dass ich ihn so gut finde. Ich glaube, ich werde ihn hier und da auch nochmal spielen. Wenn ihr Bock habt, das nicht zu verpassen, zum Beispiel abends im Stream, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Glocke aktivieren schadet auch nicht. So werdet ihr immer informiert, wenn es neuen Content gibt auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ballert ein Like raus und sagt mir auf jeden Fall in den Comments, wie ihr das Ganze findet, wie ihr das ganze Event gefunden habt und ob sich Battlefield 2042 doch noch macht nach einem Jahr. Das war's von mir in dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!